Smogon! Magma! Ja, man stelle sich vor, so ein Aerodactyl in Bernstein! Ja, aber welchen Jurassic Park? Mein Schnee ist Level 63. Für Magma wurde ein Eintrag im Pokédex eingelegt. Magma werden in Vulkankratern geboren. Sie sehen aus wie Feuerbälle, da ihr ganzer Körper in Flammen gehüllt ist. Habe ich einen Smogmog schon? Smogmog, komm mal her! Der mobbt mich. Und nice. Smogmog ernährt sich von allerlei Müll, aus dem es Köstlichkeiten wie giftige Gase, Bakterien und Staub absorbiert. Wer macht das nicht, ne? Oh, ich liebe dieses Design. Was warst du nochmal? Du hast einen versteckten Schalter betätigt. Du hast ein Geräusch, das klingt so, als hätte sich irgendwo etwas bewegt. Nichts ist unmöglich, ja, das stimmt. Aber so einen Bernstein tragen wir ja mit uns rum und es wundert mich halt. Ein bisschen. Oh, das ist ein Radfratz. Lockparfüm. Radfratz! Ja, okay. Das sieht halt so mickrig aus, wenn man das so mit der Tasche in sich rumführt. Vielleicht ist das ja auch nur ein Teil. Was? Ein Teil eines Aerodactyls. Und ich will nicht wissen, welcher Teil.
Ah, hier gibt's Diebe! Was, Klaus? Leute, dieses Haus ist wie ein Labyrinth. Wie soll ich hier nur jemals wieder rausfinden? Treppe runter und raus. Ani, der Dieb! Ja, genau, so ein 5-Tonnen-Bernstein. Ich habe ein Ei und ein Tüt! Oder wie war das mit Aerodactylos? Genau! Los, Neptun, Surfer! Endlich kannst du mal was! Ich find's schade, dass ich auf meinem Vulpix nicht reiten kann, also auf meine Vulnona. Ich fänd das so cool, wenn man Vulnona, obwohl Vulnona ist einfach klein! Komm, Vulnona! Also, weiß Schnee, komm. Komm, ja, brav. Hier ist gerade ein Smogon hingeflogen, ja. Okay, da ist der Türöffner wahrscheinlich. Ach, Türöffner sag ich schon, ja, genau. Da führt eine Treppe nach unten. Lol. Ah, Radfratz! Ist eine Treppe noch? Was war das denn jetzt? Du bist nicht riesig, du bist immer noch winzig. Hier war doch. Ach, das war ein Radfratz, was ich hier gesehen habe. Ich dachte, wäre ein Pokéball. Ach du Schreck, ich dachte erst, du wärst eine Diebin. Aber du bist ja nur ein Trainer. Nur, haha. Ich bin ein Trainercoach. Möchtest du gegen mich kämpfen, Kleines? Ja, klar. Ach ja, in diesem Fall wahrscheinlich ein 11-jähriges Mädchen. Obwohl, wer sagt, dass unser Charakter 11 ist? Bin ich nicht mal von überzeugt. Mir kommen die Charaktere immer wie 14 vor. Ach komm. Weiß rockt dat! Ash ist mittlerweile ja auch 50 Jahre alt. Er sieht halt nur noch so jung aus. In dieser Welt scheinen wir alle gleich alt zu sein, habe ich manchmal das Gefühl. So wie die Großen schon mit uns reden. Netter Versuch, Surfer! Diktri, deine Höhle ist überschwemmt!
Quappo. Pokémon-Wechsel. Yang. Jetzt erledigen wir ihn mit einem Bang. Go, Yang. Ich glaube, Donnerblitz ist gut. Oder auch nicht. Nein! Er macht die Killerattacke! Er überrollt mich! Ruby erreicht Level 55. Oh wow, sieh mal eine Hand, du bist ja richtig gut. Der Kampf gegen dich hat mir sehr viel Spaß gemacht. Hier eine kleine Aufmerksamkeit. Steinhagel, yes! TM22 beinhaltet Steinhagel. Diese Attacke ist wirklich beeindruckend. Es fallen massig Steine vom Himmel, deswegen kannst du damit in einem Doppelkampf beide Gegner auf einmal treffen. So, da läuft wieder ein Magma rum. Warum ist hier eigentlich kein Lavados? Ditto! Ich habe mich ja total vergessen. Sag mal, wo wirfst du hin? Alter! Alter, was zum... Nice! Ganz einfach, Ditto habe ich immer zum Züchten benutzt und hier kann man nicht züchten, also vergesse ich es. Wenn es einen Gegner ausmacht, verwandelt es seinen Körper in nahezu perfekte Kopie seines Gegenübers. Geh weg! Geh weg! Schmarotzer! Ich frage mich, wo das runtergeht. Mein Mentor lebte einst hier. Magma!
Los, mach's fertig! Magneton. Ruby! Mehr Ruby Coins? Wenn die zu schwer werden, kann ich sie dir auch abnehmen. Nicht Spaß. Bams! Magneton! Du hast verloren! Komm, Ruby macht das schon. Ach komm, Schaufler. Tschüss, Magma. Du bist super, Ruby. Hier geht's eine Treppe runter, aber da hinten geht's eine Leiter runter. Das ist interessanter. Es geht noch tiefer? Wer bist du? Hier sollte eigentlich niemand sein. Elektroball, ernsthaft. Jetzt ist wieder Zeit für Ruby Action. Oh, Dönerblitz. Und schaufeln wir mal. Hör schneller zu sein als ich. So, tschüss, Elektroball. Nein, ich wollte doch... Dieser Controller! Egal. Das schafft Ruby auch. Wo sie auch los? Was? So was will ich. Warum sollte ich Dönerblitz sagen? Warum?
Das ist ein kleiner Junge. Da ist ein Tele... Ich verrate jetzt mal was. Wenn man halt auf das Feld da tritt, wird man zum Eingang zurückteleportiert. Na, da staunst du. Was? Will ich aber nicht. Sei denn die Treppe, die Leiter geht kaputt. Lass mich in Ruhe, Magma. Oh Gott! Oh, guck mal, da ist Thief. Apropos Thief! Wer Thief noch nie gespielt hat, aber auf Schleichspiele steht, momentan im Angebot für 3 Euro im PlayStation Store. Und bei 3 Euro kann man doch nichts falsch machen, finde ich. Ich werde es mir auf jeden Fall noch den Monat holen. Wann soll ich das alles spielen? Schleiche. Ich frage mich gerade, ob ich mein Team heilen sollte, aber ich glaube, mache ich einfach mal. Wozu hat man denn die Items? Hey, nicht sterben! Oh, weinst du? Wir werden hier noch ewig rumlaufen. Top Trank.